Hallöchen und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. So, wie gehe ich die Banditen an? Wenn ich mich nähere... Hey du Landstreicher, du bist doch nicht etwa wegen dem Schaf gekommen, oder? Das hatten wir doch schon. Ach so, ja genau, ich kann dir jetzt anquatschen und sagen, ihr habt das Schaf geklaut. Hey, ich hab dir was gesagt! Jetzt bist du dran! Ja, sehr gut. Alle in den Nahkampf, bitte. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich habe schon so viel eingesteckt. Oh, Scheibenkleister. Das war's für dich, Penner. Okay. Das hat super funktioniert. Tja, was mache ich denn da? Dann, ne? Müsste ich die mal direkt angreifen. So, ohne anquatschen und ohne so hinlaufen, ne? So, aber zuerst, ihr seht, das ist eine neue Aufnahme. Deswegen ist der Inventarcursor wieder da oben. Ich will den mal hier hin tun, damit ich im Fall der Fälle mein Mana sehr schnell wieder auffüllen kann. Wie mache ich das am besten? Ich würde gerne... Pass mal auf, ich gehe jetzt hier hin. Und dann läuft zumindest der mittlere hoffentlich durch das Feuer auf mich zu. Da warte, du Mistkerl! Okay, das hat nicht funktioniert. Aber immerhin. Ich habe jetzt zweien was abgezogen. Genau, sie brennen immerhin zu zweit. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt habe ich leider das... Ich noch. Ja, renn so schnell wie du kannst! Dass ich nicht mit drei Gegnern im Nahkampf gleichzeitig zurechtkomme. Selbst zwei sind schon zu viel eigentlich für mich. Deswegen muss ich hier leider in sichere Distanz gehen. Jetzt komm schon! Lass mal los! Hoffentlich renne ich jetzt nicht in die Arme von zum Suchenden. Ah, da rechts unten ist einer. Ja, renn so schnell wie du kannst! Ja, tue ich. Dankeschön für den Hinweis. Wie schnell denn auch sonst? Mal so gefragt unter uns. So, ich brauche 208 Lebenspunkte. Machen wir doch 210, ne? Also drei hiervon. Dann passt es doch. Ich will nur nicht die großen Hunderter verschwenden, weil die will ich ja wirklich im Kampf trinken, wenn es schnell gehen muss. Es gibt ja auch so Tränke, die mein Leben komplett auffüllen. So ist ja vielleicht auch eine Idee, früher oder später mal. Na wart! Ja, mit einem komme ich zurecht. Siehste? 300 Erfahrung. Halleluja. Das erklärt natürlich, warum ich so Probleme habe mit dreien auf einmal. Okay. Ihr seht, es ruckelt immer noch. Ich habe die Sichtweite runtergestellt auf 240%. Ich vermute, das ist der Grund. Die Aufnahme geht auf die Festplatte und... Naja, das Warp speichert nicht auf der Festplatte, weil man das nicht auf der SSD haben will. Und ich schätze mal, wenn er zu viel auf einmal laden muss, dann swappt er einfach ganz gemütlich. Relativ viel. Der ist wieder geheilt. Okay, da ist jetzt Fernkämpfer. Dann, soll mir das recht sein? Gehe ich mal hinter die Kuppe, dann trifft er mich nicht mehr. Und dann habe ich einen Nahkampfgegner. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen geübt im Nahkampf. Man kann vor allem gegnerische, vor allem menschliche und menschenähnliche Gegner relativ gut einfach blocken. Es sei denn, man verkackt es zweimal und kriegt zwei kritische Treffer reingewirkt. Dann ist das nicht mehr so gut. Bleib stehen, du Lump! Jetzt müsste er stehen. Verdammt! Warum hat der zweite nicht getroffen? Ah, und ich habe zwischendurch nicht gespeichert, ich Depp. Bleib stehen, du Lump! Ja, ich bin sofort wieder da für dich. Nein, kein Fisch. Mana! Ich mach dich fertig. Ach, verdammte Axt! Ich Idiot! Ich hab das Ding auf dem Fisch stehen gelassen und ich Idiot hab nicht zwischendurch gespeichert. Das ärgert mich. Das ärgert mich. Dann das Ganze nochmal von vorne. Komm, ich weiß jetzt,
wie es geht, wollte ich gerade sagen. Scheinbar ja nicht. Jetzt bist du dran. Ach was, ist doch getroffen, den zweiten. Hätte ich nicht gedacht. So, dann einmal aus der Reichweite von dem Bogenschützen. Eine Runde Mana trinken. Dann den hier abschütteln. Ich sagte, abschütteln. Ja, genau, abschütteln. Sehr gut. Ja, ruckeln. Alter. Was zum Henker? Ah, das gibt's doch nicht. Meine Güte. Was ist das denn? Warum hat es nicht getroffen? Warum hat mein zweiter Zauber nicht getroffen? Hat mein zweiter... Ach so, ne, Blödsinn. Mein erster ging daneben. Es war vorhin, dass der zweite nicht getroffen hat, ne? Ich weiß immer noch nicht, warum. Keine Ahnung, warum er nicht getroffen hat. Aber ich habe gerade gesehen... Ich habe schon wieder den Dinger getrunken. Was soll's. Ich habe gerade gesehen, der erste Zauber hat auch den zweiten getroffen. Das heißt, ich hau hier gleich mal zwei raus. Und dann kann ich gleich Mana trinken. Und dann kann ich vielleicht sogar nochmal zaubern. So, jetzt muss ich aber weg. Jetzt bin ich wieder fast tot. Ja, renn so schnell wie du kannst! Ja, das tue ich. Dann trinke ich meinen Mana-Trank. Dann ziehe ich meinen Zauber. Und dann läuft er gemütlich weg und ich kann ihn treffen, oder? Ich kann ihn nicht treffen, weil er quer läuft. Oh mein Gott, ich will zielsuchende Zauber! Das kann nicht so schwer sein. Zielsuchende Zauber, mal ehrlich. Das ist doch nicht so viel. 192, ne? 192, dann machen wir mal hier 170, 182 und zwei Fische. Ich voll geheilt, dann brauche ich einen Mana-Trank. Und weil ich so blöd war, gerade eben nicht zu speichern, speichere ich jetzt. So. Jetzt sollte der Bogenschütze aber schon ein bisschen Schaden haben, ne? Der hat sich wieder geheilt, der Depp. Gut, der ist leider Bogenschütze. Der kommt mir nicht hinterher. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, in der Deckung vor dem Bogenschützen zu stehen, während ich mit dem hier kämpfe. Ich sagte kämpfen, nicht besiegen lassen. Ich sagte... bekämpfen, nicht besiegen. Oh mein Gott, wie die reinhauen. Bin ich doch noch zu schwach für die? Oder was weiß ich? Keine Ahnung. Warum hauen die so krass rein? Die haben doch so simple Degen nur. Das verstehe ich nicht. Der macht doch nur 40 Schaden. Wie zum Henker hauen die so fett rein? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Nein! Ich will den anderen treffen. Wo ist denn der? Da ist er. Und wie ist wieder nur ein Zauber getroffen? Das ist so dumm, dass immer nur ein Zauber trifft von zweien. Bleib stehen, du Lump! Und ich verstehe nicht ganz, wie hier der Schaden berechnet wird, weil ich meine, wenn die mit denen kämpfen, dann werden die ja nicht so stark sein, oder? Weil, weiß ja nicht. Wenn man viel Stärke hat, dann kämpft man doch nicht mit einem Degen, der Geschicklichkeit braucht. Ne? Zur Erinnerung hier, Degen braucht Geschicklichkeit und macht 40 Schaden. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Weiß noch nicht, ob man es verstehen muss. Ich mach's mit Magie. Beziehungsweise mit einem Zauber. Bei zwei Treffer werde ich ja wohl landen. Siehst du? Ich sag doch, zwei Treffer kann ich landen. Ein Gehstock hat er dabei. Also dafür, dass er einen Gehstock hat, kann er aber echt gut kämpfen. Meine Güte. 110 Leben. 50. 100. 112. So. Nochmal eine Runde speichern.
nur für den Fall der Fälle, sicher ist sicher. Und dann würde ich mal sagen, Bandit, nimm das. Schnupperfeuer, Bösewicht. Und da du Fernkämpfer bist, kann ich hier gemütlich in Deckung gehen, meinen Mana wieder auffüllen und nichts sehen, weil die Kamera im Busch schwebt. Sehr schön. So muss das sein. Nimm das. Das hat scheinbar getroffen. Und ich will hier auf Nummer sicher gehen, weil der Pfeile schießt. Will ich halt gar nicht erst versuchen, in den Nahkampf zu gehen. Oh, da hinten ist noch einer. Na, klasse. Ja gut. Hier, nimm das. Ah, oh, warum hat das nicht getroffen? Komm schon, ich war so nah dran. Warum trifft es nicht? Aber der macht scheinbar auch nicht so viel Schaden. Der hat auch eine andere Waffe. Ist das vielleicht ein schwächeres Exemplar, Bandit? Sag mal. 30 Erfahrung. Ernsthaft? Und ich habe 3 Zauber gebraucht. Immerhin ein Apfel dabei. Das ist ja schon mal was. Ernsthaft? Warum zum Henker habe ich da 3 Zauber... Waren es 3? Oder waren es 2? Der erste hat auf jeden Fall überhaupt keinen Schaden gemacht. Warum? Ich verstehe es nicht. Ah, guck mal. Da ist ein Schaf von Akil. Und hier haben wir nochmal 2 Banditen. Sind die wieder schwächere? Ja. Sag mal! Triff mal! Geht doch. 100 und der... ist so ein 30er, ne? Totaler Schwächling. Ja, okay, das macht schon irgendwie Sinn, dass man die Starken nach draußen packt zum Aufpassen. Das ist schon irgendwie sinnvoll. Das ist richtig. Ja, ich hab's geschafft. Das war anstrengend. Aber ich hab's geschafft. Sie haben eine Truhe hier. Und darin ist ein bisschen Gold, ein paar Fische und ein seltsam zugenähter Fisch. Hm. Kann ich den essen? Hey, der ist gar nicht beim Essen, oder? Vielleicht weiter unten? Nee. Wo ist denn der? Das da? Hä? Ein Zettel! Ah! Stinkender Zettel, ja, das ist bestimmt der Fisch. Haltet euren Hintern unten, Jungs, die Miliz ist aufmerksam geworden. Keine Überfälle mehr, bis ich mich wieder melde. Halvor? Halvor? Warum Halvor? Ich suche doch Beweise gegen Fernando. Warum Halvor? Was hat Halvor jetzt wieder damit zu tun? Oh mein Gott, das wird ja noch komplizierter, als ich dachte. Und es ruckelt immer noch. Halvor, das ist doch... Komm mit. Ist Halvor nicht... Da ist nichts zu holen. Ein Fischhändler oder so? Am Hafen unten? War das nicht der? Oder war der in der Oberstadt irgendwo? Nee, in der Oberstadt ist Halvor nicht, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Hafenviertel oder oberes Viertel? Eins von beidem. Hm. Ach nee, stimmt. Die haben ja auch einen Hehler gesucht, ne? Fernando hat den Banditen was geliefert und es gibt noch einen Hehler, der die Dinge der Banditen in der Stadt verkauft. Das könnte Halvor sein. Komm schon, Schaf. Komm her. Wir gehen jetzt zurück zu Papa Akil und weichen dabei wunderschön dem Suchenden aus. Ihr habt euch geprügelt? Ganz... Oh Gott, das ist schon so ewig her. Die haben sich geprügelt, das war doch letztes Jahr. Oh mein Gott, ist das lange her. Komm schon, Schaf, komm her. Komm zu Papa, der freut sich bestimmt, dich zu sehen. Kann ich ihm jetzt nicht sagen, hier bleiben? Nö. Hier. Sehr gut, hier hast du einige Goldmünzen. Ich hoffe, es ist genug. Na klar, die Erfahrung ist mir wichtiger. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Du hattest recht. Es waren die Kerle in der Waldhöhle. Sie werden dir keine Schafe mehr stehlen. Ich danke dir, edler Diener Innos.
Nimm dies als kleine Anerkennung von mir für deinen selbstlosen Gefallen, den du mir erwiesen hast. Ja, vielen Dank. Sonst noch irgendwas passiert? Nein. Ich hoffe, die Schafe bleiben jetzt da, wo sie sind. Naja, selbstlos war das ja nicht ganz. Ich habe ja immerhin die Erfahrung gekriegt und auch gewollt von Anfang an. Aber gut, soll mir recht sein. Ist ja ein Win-Win. Er hat seine Schafe wieder. Ich habe meine Erfahrung. So, jetzt hatte ich doch den Banditen auf der Brücke. Habe ich doch... Ich Idiot. Ich wollte gerade sagen, den Banditen auf der Brücke habe ich ein paar Steintafeln abgenommen. Und ich kenne einen, der diese Steintafeln gerne will und hätte und sucht. Gerne sucht, genau. Jemanden, der diese Steintafeln möchte, haben möchte. Nämlich hier hinten Vatras. Ah, ich brauche noch 4000 Erfahrung, das ist ein bisschen zu viel. Das werde ich jetzt nicht schaffen. Aber ich werde jetzt die abliefern, die Erfahrung einsacken. Und dann... warte, mit Vermissten... Wegen der Vermissten... Ja? Nee, das hat eben... Hat es mit dem Waffenhändler was zu tun? Wegen dieses Waffenhändler. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Ja, okay, das ist nichts mit Halvor. Schade. Das heißt, die Beweise reichen immer noch nicht. Hier. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Dankeschön. Gut, also, ich, was ist der nächste Plan? Was ist der Plan für, wie es weitergeht? Zunächst einmal würde ich, wollte gerade sagen, meine Stärke erhöhen, aber die sieht so unrund aus. So 34 hätte ich gerne 35. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder. Ich würde gerne eine Runde schlafen. Um den Streit zu schlichten. Das kann ich am Hafen tun. Oder wo kann ich hier eine Runde pennen? Hier kann ich doch bestimmt irgendwo eine Runde pennen. Halvor? Bist du Halvor? Nein, Boromor. Sonja. Borka. Was du nicht sagst. Halvor? Ist das der hier? Ja, das ist Halvor. Guck mal. Keine Ahnung, wie sauer der ist, wenn ich ihm jetzt ihn jetzt damit konfrontiere, aber ich mach das mal eben noch schnell, bevor ich mich ins Bett haue. Zeig mir deine Fische. Meinst du, mir geht das besser? Nö, auf den Fisch habe ich keine Lust. Das hab ich. Ich glaube, dieser Zettel gehört dir. Was? Lass mal sehen. Ich werde die Gerechtigkeit siegen. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder? Kommt drauf an, was du mir anbietest. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fische. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Meinst du, mir geht es besser? Ach ja? Was für Ware soll das sein? Nun, ich kann dir ganz besondere Fische anbieten. Nicht nur gewöhnliche zum Essen. Du meinst solche wie der, in dem auch deine Nachricht versteckt war? Du hast es erfasst. Ich habe einige solcher Fische. Dafür wanderst du in den Knast. Nein, warte, das kannst du nicht machen. Ich bin doch nur, ein kleiner Fisch. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Jetzt werde ich Lord André benachrichtigen. Das wirst du noch bereuen. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich mit einem Hehler wirklich Geschäfte machen will. Auch wenn er ein sehr verlockend klingendes, aber leider nicht einschätzbares Angebot für mich hat. Da gibt's auch nichts Neues. Die Banditen haben ja nichts mit den verschwundenen Leuten zu tun. Lernpunkte, die ich investieren könnte. Ja, ich habe einen. Okay, ich könnte meine Stärke noch um 1 erhöhen, tatsächlich. Das ist gar nicht mal so blöd eigentlich. Weil so eine ungerade Zahl an Lernpunkten kann ich eigentlich für nichts mehr verwenden, was ich irgendwie weiterbringen will. Zwei Händler kostet mich 2 Lernpunkte, Mana kostet mich 2 Lernpunkte. Okay, Mana wird irgendwann 3 kosten. Ja, okay, Mana wird irgendwann 3 kosten. Das ist richtig, das ist ein gutes Argument. Und Stärke kann ich im Nachhinein immer noch steigern, falls ich irgendwann brauchen sollte. Brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann gibt es noch die ganzen Äpfel und irgendwelche anderen Boni auf Stärke, die ich sammeln kann.
Ich denke mal, das sollte reichen. Ich habe jetzt schon eine relativ starke Waffe. Naja, relativ stark. So stark ist sie eigentlich gar nicht. Ich sollte mal schauen, was für Waffen es gibt für Magier. Sollte ich mich mal schlau machen und gucken, wie viel Stärke ich dafür brauche. Oder Geschicklichkeit oder Mana, ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Waffen, die einen bestimmten Mana-Wert benötigen. Glaube ich. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich dachte, das wäre so. Keine Ahnung. So, ich werde jetzt erstmal hier den Hallwurf abpfeifen. Ich will das... Halvor ist ein Hehler. Er verkauft die Waren, die den Händlern von den Banditen gestohlen werden. Er steckt also dahinter. Meine Männer werden ihn sofort einsperren. Ich denke, er wird nicht viele Schwierigkeiten machen. Ich werde dir das Kopfgeld schon jetzt geben. Und das glaubt er mir einfach ohne Beweise. Interessant. Das finde ich ja mal mega interessant. Nun gut, der Händler der Banditen, nicht Händler, der Hehler der Banditen, das wäre schon mal geklärt. So, ich werde jetzt hier eine Runde schlafen. Und eigentlich ist das dumm. Denn ich wollte gerade sagen, ich werde eine Runde schlafen und danach werde ich die Steinkreise abklappern. Oder zumindest ist hier der eine Steinkreis und bei Lobard ist ja auch noch einer, was da im Wald auf mich wartet, keine Ahnung. Aber Dragomir meinte ja auch, dass da ein Steinkreis sei im Norden. Da, wo die Markierung ist ungefähr. Vielleicht ist hier auch halt ein weiterer Steinkreis. Fände ich naheliegend. Hier Dragomirs Armbrust bei einem Steinkreis im hohen Norden. Ne? Und da oben ist so... Ja, okay, das ist es nicht der hohe Norden. Schauen wir mal. Aber hier auf den Feldern vor Lobards Hof ist da so ein Steinkreis, direkt bei der Markierung. Und da würde ich dann mal sagen, beim nächsten Mal, am nächsten Tag, in der nächsten Folge, gehe ich dorthin und schau mal, was passiert und ob ich das Ornament finde. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis dahin, auf Wiedersehen.